So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich glaube, eine mache ich heute noch. Und dann, war ich eine Woche lang mal Feierabend. Für heute ist schon 1:30. In einer halben Stunde startet meine ganzen Mindtest-Server neu. nein, nicht New Game. Mache ich gerade. So, übrigens, ich habe mir gerade mal das Video angeguckt. Bei dem Jumpscare. Es sah tatsächlich in der Kamera gar nicht so sehr aus, wie ich innerlich zusammengezuckt bin. Also, da kommt auf dem Video gar nicht so gut rüber. Aber vor allen Dingen, ja, ist tatsächlich direkt vor uns einfach aufgetaucht. Also wirklich in einer Frame war alles normal und in den nächsten Frame war er direkt vor uns. Naja. Ich hoffe, wir werden ihn nicht so häufig begegnen. So. Wir können ins nächste Quartal über. Oder in den Sektor. Mich wundert nur gerade, dass ich hier nichts höre. Oh, hier ist ein Haus. Okay, gehen wir einfach mal rein, ne? Da läuft jemand. Ist so eine Frau. Ist nicht dein Sch... Nein. Nicht in dem Wald solche Frauen. Leute, wie? Ich kann doch nicht gegen Zombies kämpfen und gegen Hunde kämpfen, während ich darauf achten muss, dass ich die ganze Zeit zu diesen Frauen gucke, damit die mich nicht fertig machen. Boah, Alter. Und die halten halt so viel aus. Und ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt nur die eine oder kommen noch mehr? Ich gehe erstmal zu ihr rüber. Ja. Oh, es sind natürlich mehrere. Gut. Warum wollte ich auch noch unbedingt heute weitermachen? Bin ich selber schuld. Ich hätte auch einfach in Rechner schalten können. Rechner schalten, als ob ich Rechner schalte. Aufnahme beenden können, OBS schließen können und einfach ins Bett gehen können. Ha? Einfach eine Runde schlafen können. Ha? Und stattdessen habe ich drei nackte Frauen vor mir mit Hängetitten. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich irgendwie doch wieder voll Bock zu spielen. Was? Oh Mann, ey, warum? Das ist doch Bullshit. Kann ich jetzt einfach hier... Achso, der Klick. Nahangriff geht da gar nicht, voll. Ja, der ist blind in der direkt. Was? Das ist doch kacke. Gleich drei Stück. Hä? Warum läuft die? Die ist doch noch voll in meinem Sichtbereich. Er erkennt den Zaun hier als Mauer. Deswegen. Er dachte bereits, weil sie hinter dem Zaun ist, von mir aus gesehen... Dass sie damit hinter einer Mauer ist. Ja, geil. Kann ich hier eine Tür zumachen? Nee, ne? Okay, hier. Oh, doch, hier gibt's was. Achso, bloß ein Beil. Also hier so ein komisches Butchermesser. Das können ruhig die Frauen haben. Die gehören eh in die Küche. Twitter, ich komme. So, ihr drei schön. Ich lasse mal ganz kurz meine Hose runter. Nein, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit den drei Frauen anstellen soll. Das klingt alles so falsch. Also, wie ich jetzt mit denen verfahren soll.
Weil wie gesagt, ich kann nicht kämpfen, während ich auf die drei Frauen achten muss. Kann sein, dass sie wieder nicht reinkommen können? Oh doch, die können reinkommen. Wie die einfach so ein reines Glied stehen. Das hört mich irgendwie an. So, jetzt sind alle drei drinne. Das bringt mir jetzt... Was genau? Ich meine, ich kann jetzt hier wieder rausgehen. Aber das bringt mir nicht wirklich viel, weil den immer noch frei rumlaufen. Oh, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Wir haben... Oh. Ja, komm, let's go. Gut, ich geh erstmal raus. Bäh, bäh. Alter, bitte nicht hier. Ich schätze mal, warte mal kurz. Ich gehe mal dahin, von wo die Frauen gekommen sind. Ja, hier geht's weiter. Aha. Die Frage ist, ist das jetzt der einzig richtige? Oha. Ich würde gerne nochmal gucken. Warte mal ganz kurz. Ich mach mal kurz Gottmut an, damit ich die Frauen erledigen kann. Achtung, wird wieder laut. Komm. So. Ich würde nämlich gerne nochmal gucken, ob da noch andere Wege waren, weil wir wurden jetzt komplett von den Frauen gerade abgelenkt. Passiert mir tagtäglich aus. So, von da kamen wir ursprünglich. Da war das Haus. Und jetzt ist die Frage, geht es hier noch weiter? Da ist eine geschlossene Tür. Hier geht es aber auch noch weiter. Oder auch nicht. Doch, guck mal, hier ist auch noch ein Weg. Ne, geht wieder zurück. Ach, da war noch ein zweiter Weg, den habe ich gar nicht gesehen. Ah, okay, aber ja, es scheint tatsächlich so, dass ich feststecke. Es scheint tatsächlich so, dass es keinen weiteren Weg gibt. Also es ist wirklich der Weg, den wir gerade genommen haben, ist scheinbar der Weg, so wie es gedacht ist, dass wir ihn gehen. Oh, jetzt gehe ich wieder zurück. Herz allerliebst. Mache ich gerne. Ach so, dahinter uns. Deswegen haben wir den Weg nicht gesehen gehabt. Weil ich direkt hier lang gegangen bin. Oh, guck mal, hier gibt es noch mehr. Ah, nee, da waren wir schon. Never mind. Gut, das heißt, im Klartext, wir haben tatsächlich doch alles soweit gesehen, was es zu sehen gibt. Hier war das Haus, genau. Aber wie gesagt, mehr scheint es nicht gewesen zu sein. Also mehr scheint es nicht zu geben. Ich gucke nochmal, ob man da reinkommt, aber... Ne. Gut, oh, guck mal, hier sind... Immerhin Sachen, die man essen kann. Okay, da geht auch nichts weiter. Ja, also wir haben hier das bisschen übersehen, aber ganz ehrlich, das nichts, worüber sich das Kämpfen jetzt lohnt. Ja, ein so ein Ding. Ganz ehrlich, gut. Okay, also wir haben tatsächlich den richtigen Weg genommen. Cool. Und das während wir wieder von der drei... Digga, wie... Normalerweise kacke ich jedes Mal ab, wenn ich mit diesen Frauen zu tun habe. Und jetzt komme ich mit denen wunderbar klar. Liegt daran, weil ich jetzt 30 geworden bin und Erfahrung habe? Welche Erfahrung? Ja, nee. Ich schätze mal eher, das liegt daran, dass ich jetzt nicht einfach Rage quitte, weil ich ein fucking Let's Play mache.
dass ich aber einfach mal aufgehört habe. Vielleicht lag ja vor allen Dingen daran, weil ich immer so dachte, Leder habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Nein, ich nutze gerade unsere gute Waffe dafür. Bin ich denn des Wahnsinns? Und ja, jetzt ist halt meine, wie sagt man, die Hemmschwelle, das Spiel einfach zu beenden, ist halt jetzt höher. So, dann nutze ich aber wieder die Dinger hier. Es sind zwei. Vor allen Dingen sind jetzt von Anfang an so schnell. Und es sind noch mehr. Okay, ist wieder ruhig. Die ersten, die wir kennengelernt haben, die waren noch voll langsam, oder? Kann sein, dass wir jetzt auch einfach mal von Anfang an sofort Agro haben und in diesen Rage-Modus gehen? Alter. Ich sag jetzt, das ist eine reine Munitionsverschwendung hier. Das ist nicht gut. Ah. Oh. Okay, so viel ist auch nicht. Ey. Mach keine komischen Geräusche. Kann man hier jetzt neuerdings auch schon Munitionskisten finden. Das ist ja praktisch. Gehen wir da rein oder gehen wir erstmal da lang? Na, ich würde mal sagen, wir gehen rein. Sind mehrere, ne? Ne, jetzt war doch nur einer. Viele Vorräte. Ey, wir sind mittlerweile so weit vom Spawn weg. Also, vom Anfang der Map jetzt hier. Dieser Session. Oh, und wir sammeln so viel Zeit. Oh Gott, wir haben noch 3 Pfund übrig. Das wird nicht gut enden. Das weiß ich jetzt schon. Ach du Scheiße. Hm. Oder ist das Wodka? Nee, warte. Warte. Wasser. Nur. Alter, ist schon wieder alles so weitläufig und verwinkelt. Alter, ist alles so weitläufig. Warum klingen die Dinger wie Katzen? Das macht halt gar keinen Sinn, dass die Dinger wie Katzen klingen. Oder bilde ich mir das so ein? So, wie viel Munition haben wir eigentlich noch? Okay, hier haben wir immer noch mehr als genug. 200 knapp. Schrot haben wir nur noch 10 über. Ja, müssen wir ein Auge drauf halten. Und da geht's wohl runter. Und da geht's wohl hoch. Und da geht's rein. Oh nein, nicht schon wieder Wald. Ich höre Zombies. Nope. Gut, das heißt, hier gehen wir erstmal nicht lang. Ich schätze mal, hier müssen wir später lang. Aber dann gucke ich mir doch erstmal hier den Weg zum Beispiel an.
Oh, da hinten sind Viecher. Die sehe ich von hier aus. Ah, aber das sind wieder welche, wo wir nah ran können. Ja. Sehr geil. Was sind das für Viecher? Was ist das? Hä? Achso, sind einfach nur zwei gleiche Skelette. Ich dachte, das sind neue Monster, die da schlafen und auf uns warten. Da sind wir, hier sind wir gerade drüber gelaufen. Ja, liegt dir schlafen. Beruhig dich, Mädel. Oh Mann, wir sind gnadenlos überladen, Leute. Das wird nicht mehr. Sollten wir jetzt mal wieder zurückgehen? Jetzt haben wir ja schon weiter Weg. Mittlerweile. Wir sind jetzt doch schon ein paar Meter gelaufen. Ich wüsste aber auch nicht, was ich wegwerfen möchte. Gut, hier ein bisschen Munition. Oh, das ist ein Sima. Oh, so, ah, gibt's sogar 8er. Da lohnt sich ja doch schon wieder fast eine Pistole. Ich meine, gut, wir haben ja auch nicht. Wir haben sie auch nicht weggeworfen oder so, sondern wir haben sie ja bloß bei uns am Spawn hingepackt. Wieso sage ich mal Spawn? Egal, ihr wisst jetzt, was ich meine. Also wenn ich vom Spawn rede, meine ich immer den Teil, wo man in eine neue... Wie heißen Dinger hier? Nicht Season. Kapitel? Also Kapitel ist der deutsche Begriff auf jeden Fall. Was mache ich hier gerade? Ich will da raus. So. So, das heißt, hier gibt es erstmal nichts mehr zu sehen. Gucken wir mal noch in die Richtung. Ist das Wodka? Ne, ist Water. Das gute Water. Schön leise, wir wollen ihn ja nicht wecken. Hadouken! Kleber. Kein Zettel oder sowas? Nö. Nö. Wobei, scheiße, mir fällt gerade ein, um zurückzukommen, also zurückzugehen, müssen wir auch wieder bei den drei Mädels lang. Das ist jetzt natürlich sehr unangenehm. Das sollten wir wohl doch erst lieber lassen. Aber ja, schon sind wir überladen. Heißt das Bullshit? Gut, hier können wir eine verwenden. Das Ding hier kann ganz ehrlich auch einfach weg. Scheißendreck. Was ein Scheißendreck. Wenn ich jetzt die eine angreife, wacht die andere garantiert auch auf. Sollten wir also hier erstmal ein bisschen Platz machen. Zum Glück wachen sie davon gar nicht auf. So weiß ich, kann hier so leer machen, wie ich möchte. Das interessiert die einfach gar nicht. Let's go. So. Jetzt. Was? Wieso springt er nicht nach vorne? Danke. Was war das gerade für eine Aktion? Dankeschön. Oh, noch ein Sledgehammer. Gut, den brauchen wir definitiv nicht. Ja. Sledgehammer. Kopf brauchen wir nicht. Müssen wir noch einen haben, oder? Ah ne, halt. Da hat man repariert gehabt. Nehmen wir mal. Ja, wie gesagt, brauchen wir auf jeden Fall nicht. Wie die Augen schon leuchten. Haha, cute. Cutie Pie. Aber was? Wo geht's hier weiter?
da geht's jetzt. Also hier ist auch jetzt Dead End. Achso, ja klar, da wo wir gerade lang gelaufen sind. Wieder in den Wald rein. Wo ich halt so gar keinen Bock drauf habe. Haben die sich bewegt? Momentchen mal. Hä? Wo sind wir hier gerade? Hier waren wir noch gar nicht. Ich bin gerade irgendwo falsch abgebogen. Aber hier waren wir bereits. Hier waren wir auch schon. An den Ort kann ich mich auch erinnern. Aber ich kann mich hieran nicht erinnern. Ach ja, genau. Wir kamen von hier. Genau, da hinten ist die Tür. Von hier kamen wir. Ja, okay. Genau, hier war der Klebestreifen. Und dann sind wir hier einfach nach rechts abgebogen. Und wir waren hier waren wir noch nicht. Aber hier geht's doch scheinbar nicht viel weiter. Abgesehen von den bisschen Munition. Okay. Gut, aber wir sind noch ein bisschen mehr ohne Munition. Okay. Das heißt, ich bin gerade wirklich zurückgelaufen. Aber die beiden waren noch da nicht. Ach, sag mal, kann es sein, dass es die Leichen von diesen Spinnen sind? Ja, hier unten war das mit die, wo die beide da sind. Ja, das sind die Leichen von den Spinnen, die so aussehen. Lol. Nee, das ist doch was. Sind das Spinnenleichen? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch nicht wichtig. Hauptsache, es bewegt sich nicht. Aber wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen doch nach oben. Ach ja, klar, genau. Wir müssen nach oben. Aber ich bin dann zurückgelaufen, statt den anderen Weg zu laufen. Das war der andere Weg und wir müssen nach da. Nein, jetzt soll ich wieder zurück. Nach da müssen wir. Goddammit! Alles so verwinkelt, Leute. Ja, genau, hier geht's weiter. Hier geht's weiter, da ist die Tür. So. Ey, aua. Ah, wie sieht's aus mit Hunger? Hunger können wir ein bisschen bekämpfen. Kann nicht schaden. Eine Salami, let's go. Uah! Gut. Och nö! Das ist ja blöd, wenn die direkt bei der Tür warten. Nee, okay. Leute, sorry aber für sowas. Da, dann mache ich doch einfach God-Mode. Ist mir egal. Also wenn sie jetzt wirklich direkt bei der Tür warten, dann was fliegt gerade für Nachtvieh rum? So. Jetzt können wir wieder abschalten, God-Mode. So, ist off. Weil er sagt, sowas braucht nur wirklich nicht. Direkt hier bei der Tür auf mich warten. Da habe ich Besseres verdient. Ah. So, wo geht das lang? Geht's hier lang? Da kommen noch mehr. Gleich zwei Stück mit einmal.
Los, Stamina, bau dich auf. Ich weiß nicht, was auch noch kommt. Stamina, 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 Stamina. Stamina, Stamina, Stamina. Ich gehe lieber in die Richtung hier. Stamina, 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 Stamina. Bam! Gefickt. So, wie ist man in die Richtung weiter? Mal gucken, was da noch so alles kommt. Gut, das geht schon jetzt gar noch gar nichts. Oh. Oh. Von wo diesmal? Okay, hier ist locked. Ach, von dem anderen Weg. Also müssen wir doch den anderen Weg laufen. Wieder schön durch die Torbögen. Dafür sind sie da. Ja, das sind gleich zwei. Oh, wow, mit einem Schlag? Was ist denn da passiert? Ah, okay, ich brauche gar nicht zweimal heftig zuschlagen. Einmal heftig, also einmal passiv, passiv. Einmal sekundär und einmal... Nein, das war gerade daneben. Aber einmal mit dem Sekundärangriff und dann mit dem Primär nachsetzen reicht vollkommen aus. Ich brauche gar nicht zweimal Sekundär. Das ist natürlich praktisch, weil dann verbrauche ich A, weniger Stamina und B, hält auch die Waffe länger. Ich bin hungrig. Kaum sehe ich so eine rote Dose, bin ich hungrig. War ja klar. Dann essen wir mal wieder noch Salami. Oh, hier ist wieder ein großes Haus. Mag ich große Häuser? I don't know. Ich gucke mich mal hier noch ein bisschen um. Aber es scheint, ja. Es scheint nur reinzugehen. Oh, und Quick Save. Gut, dann tun wir es dem Spiel mal gleich und speichern auch mal. Und ich glaube, ich mache den für heute auch mal Feierabend. Es wird nämlich ist spät. Und langsam merke ich auch, wie meine Augen schwer werden. Das ist ein gutes Zeichen dafür, einfach mal kacken zu gehen. So nämlich. Das war eine lange Aufnahmesession. Ich habe jetzt mit einer kurzen Pause habe ich 19 Folgen, das heißt 18, ja, 9,5 Stunden aufgenommen. Ja, und langsam merke ich es auch. Wie gesagt, meine Augen. Gut, einfach daran wie dem Lüfter. Dass meine Augen austrocknen. Aber ja. Ich für meinen Teil mache jetzt auf jeden Fall für heute Feierabend. Das heißt, aber wir sehen uns trotzdem für euch sowieso morgen ganz normal wieder. Bis dann.